Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem Video mit einer neuen und einer anderen Art von BrickRix. Nämlich, ich habe mit Monix ein RP aufgenommen, das sich in 14 Minuten gestreckt hat. Deswegen würde ich sagen, wer sich das gönnen will, gönnt euch. Beim HLF gab es leider nicht so viele Auswahl. Wir hatten halt nicht so große Besonderheit, also wir konnten halt nicht viel tun. Deswegen ist bei mir auch jetzt nicht so großartig viel passiert. Aber ich habe versucht, einiges aus dem Video rauszuquetschen. Deswegen würde ich sagen, haut rein, Leute, und viel Spaß. Ja, schönen guten Tag. Willkommen in einer neuen Folge BrickRix hier am Start in der Feuerwache Brick City am Flughafen. Und wir haben natürlich auch unsere freiwillige Feuerwehr in Brick City selber. Wir haben heute sehr viele Leute am Start. Ich kann ja mal eben ein Scoreboard öffnen. Wir haben den Tops, Grüße an dich. Hallo. Der Pharao, der wird auch parallel aufnehmen, also wer es einmal aus einer anderen Sicht sehen will, der schaut mal bei ihm vorbei, Link ist in der Videobeschreibung. Dann haben wir den Max Skin, den Goldigold, Christian D. Hyperion, oder Hyperion, wie auch immer. Mein. Bari, BrickRix, Legende, wahrscheinlich wird Legende hier nicht angezeigt. Firestyler, der Lel Turtle ist am Start, hallo. Willkommen. CSI BrickRix Leiche, da kommen wir später drauf zurück. Hallo. Der Kevin, hallo. Der Pingir, der Sponge. Grüßt euch. Wir haben gedacht, wir machen mal ein kleines Feuerwehrprojekt. Und das wird jetzt heute sehr ausarten. Ich würde sagen, wir können einfach mal starten. Let's go. Turtle, dein Zeitpunkt hier. Let's go. Ich muss kurz meinen, ich bin ein bisschen heiser. ich hoffe, das klappt. Lass dir Zeit, Turtle. Aber ich habe einen Chat geschrieben. Guck deinen Chat. Achso, du rufst an. Ja. Ja, hallo. Feuer- und Rettungswache Brick City. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Oh mein Gott. Ich glaube, er ist tot. Es gab einen Unfall. Bitte kommen Sie. Also, es gab einen Unfall, ja? Ja. Können Sie mir Ihre genaue Position sagen? Das ist im Bahnhof. Am Bahnhof? Bahnhof. Okay, können Sie mir genau sagen, wie Sie denn heißen? Haben Sie einen Namen für mich? Nein, kommen Sie schnell. Okay. Es sind Leute unterwegs. Können Sie mir genau beschreiben, was dort passiert ist? Wir waren am Verladen und dann ist der Container auf mir gefangen, ist er auf und ich kriege ihn mal zu Zone gefunden. Oh mein Gott. Okay. Dann warten Sie bitte einen Moment. Die Feuerwehrkräfte sind schon unterwegs. Die wurden ja schon alarmiert. Bleiben Sie aber weg, das ist. Machen Sie bitte auf sich aufmerksam vor Ort. So, wollen Sie mit mir weiterreden, während die Feuerwehrkräfte unterwegs sind? Oder? Okay, dann legen wir jetzt auf. Okay. Tops, du hast es schon gelesen? Ja. Einsatz für ELW, RTW und HLF der Freiwilligen Feuerwehr. Leitstelle von ELW 1-1 kommen. Leitstelle hört. Der ELW 1, der RTW 1 und das HLF 1 übernehmen den Einsatzauftrag. Ja, verstanden. ELW für HLF, komm. ELW wird. Brücken aus mit 1-5. Verstanden. Der RTW 1 und das HLF 1 für den ELW 1 kommen. RTW 1 hört. Wir bleiben erstmal hier im Aufstellungsbereich. Sobald das HLF am Einsatzort eingetroffen ist, bitte der Gruppenführer zu mir. Wir gehen auf Lagererkundung. Thank you.
So, der Hyperion. Genau. Hast du noch deinen Melder? Genau, das ist nämlich an Ari. Der Rest im Fahrzeug sitzen bleiben, bis der Befehl zum Absitzen kommt. Und der Hyperion, der kommt dann mit mir mit. Einmal kurz Steuerung R drücken, damit alle wieder aufstehen. Also, die Leute, die rausgestiegen sind. Hyperion und Bari, bitte. Steuerung R. Genau, so, dann gehen wir mal. Okay, bei mir sitzen halt alle noch. Na gut, dann verfolge ich dich in der Kamera. Let's go. Na gut, dann gehe ich mal in den Gruppenführer. Ja. Hallo, Sie da vorne? Ja, Herr Turtle. Ja. Kommen Sie bitte einmal zu mir rüber. Können Sie mir sagen, was passiert ist? Ja. Wir waren doch verladen und dann ist das gelöst und ist auf den Kopf gefallen. Können Sie mir ungefähr sagen, was diese Container enthalten? Weil ich sehe dort... Plutonium. Okay, dann kommen Sie bitte einmal mit. Wir verlassen den Gefahrenbereich umgehend. Was ist mit ihm? Wir schicken dann, sobald wir Rettungskräfte vor Ort haben, mit der entsprechenden Ausrüstung einen Trupp rein, um ihn zu retten. Ich kann ihn da nicht fliegen lassen. Ja, kommen Sie mit, wir schicken noch einen Trupp. Es wird sich jemand um ihn kümmern. So, dann einmal die Leitstelle von ELW-11 kommen. Leitstelle hört. Es handelt sich hier um Plutonium bzw. um Uran bei diesem Unfall. Es ist ein Container beim Verladen auf einen Gefahrgutwaggon von der Zugabe des Staplers abgestürzt und hat eine Person unter sich begraben. Wir kennen den Zustand der Person nicht genau. Ich brauche einmal den Notfallseelsorger und einmal den Gefahrgutzug, um weitere Maßnahmen ergreifen zu können. Wir haben verstanden. So, der Hyperion, der wird dann einmal sich den Turtle annehmen und den zum Notfallseelsorger, sobald er eintrifft, bringen. Wir warten dann derzeit auf den Gefahrgutzug. Einsatz für Gefahrgutzug. Es gibt einen unbekannten Unfall am Containerbahnhof. Ein Ausrücken für alle Einsatzkräfte. Sonderrechte frei. Jo. Der Hyperion, der könnte dann... Ja. Oder Moment, wir machen es anders. Messwagen an Geräte wegen, ihr wisst, wie es läuft. Hinterher. Weil der hinten stehen. Gruppenführer HLF von Einsatzleiter kommen. HLF. Gruppenführer HLF, ja. Einmal deine Besatzung absetzen lassen und Verkehrsabsicherung oder Absicherungsmaßnahmen vorbereiten. Lasst genug verstanden. Platz für den Gefahrgutzug, dass der noch mit reinkommt. Wir machen hier auf der Wiese eine Aufstellungsfläche, wo wir das Ganze dann aufbauen können. Okay. Und vor allem... Alle Besatzungen, Kreuzung sperren, genau am Kreuzungsbereich, die Zufahrt zur Bahnstrecke sperren und Bereitstellungsraum ist neben euch rechts die Wiese. Komm. Oh, das geht gemodelt. Oh. Die Leitstelle von ELW-11 kommen. Leitstelle hört. Könnte einmal die Deutsche Bahn kontaktiert werden, dass die Bahn ihren Zugverkehr hier umgehend einstellt? Ja, wir nehmen Kontakt mit der Deutschen Bahn auf. Verstanden. So, der RTW-1 für den ELW-1. RTW-1, ja. Einmal bitte eine Erstuntersorgung, bis der Notfall... Erstversorgung, bis der Notfallseelsorger eintrifft für den Turtle. So, verstanden. ELW für Leitstelle. Und der ELW hört. Die Deutsche Bahn weigert sich aktuell, ihren Zugverkehr einzustellen. Wir versuchen weiter mit der Deutschen Bahn zu verhandeln.
werden eventuell ein Gerichtsverfahren anhängen. Aber aktuell ist eine Einstellung des Bahnverkehrs nicht möglich. Verstanden, ich gehe weiter an die Gruppenführerhalle. Ja, verstanden. Hallo, hat das. Der Gerätewagen Messtechnik von ELW 11 kommen. Ja, hört. Einmal bitte dann den zuständigen Einsatzleiter eurer Truppe bitte zu mir kommen. Wir gehen dann nochmal genau auf Lagererkundung, um festzustellen, was sich da genau handelt. Ja. Könnt ihr einfach das HLF resetten? Danke. Vorsicht, Zug. Also schickst du einmal deinen Trupp vor, du hast mit dieser Situation Erfahrung und weißt, was für eine Technik du auf den Fahrzeugen hast, dass du bitte einmal weiteres in die Wege leiten kannst. Ja. Ich gehe meinen Jungs holen. Genau, dann über weitere Vorgehensweisen mit mir vorher absprechen. Richtig. Okay. Messfahrzeug an Gerätewegen, bitte einmal aus den Fahrzeugen kommen. Bitte einmal zu mir. Mhm. Was gibt's? Also da hinten handelt es sich wohl um Uran. Das heißt, alle in die Anzüge und dann gucken wir uns das mal genauer an. Alles klar. Gib es mir auch einen runter, Sponge. Ja, danke. So. Gut. Lungenbezogen, dann gucken wir uns das genauer an. Einmal den Gefahrguttrupp durchlassen. Danke. Der ELW-1 für den RTW-1. Sie können einmal Platz nehmen. Achtung vor dem Zug. Okay, rüber. Oh, der RTW-1 für den ELW-1 kommen. RTW-1 wird. Wir bewegen unsere beiden Fahrzeuge jetzt erstmal aus dem Gefahrenbereich raus, um eine Kontamination unserer beiden Fahrzeuge zu vermeiden und werden hier dann so eine Dekontaminationsstrecke aufbauen in Verbindung mit dem Gefahrgutzug. Alle Besatzung bitte hinter dem Fahrzeug antreten. Ich glaube, wir sollten uns mal den Zug genauer angucken. Ich gehe mal auf die andere Seite vom Zug, guck mir das mal an. Oh. Also es sieht genauso aus wie auf der anderen Seite. Wir haben es hier mit nuklearen Sachen zu tun, ne? Und davon sind noch mehr von diesen Kästen. Ja, ich melde das kurz. Messwagenführer an Einsatzleitung. Einsatzleitung hört. Wir haben es offensichtlich mit viel radioaktiven Stoffen zu tun. Und hier sind noch mehr vorhanden. Wie sollen wir weiter vorgehen? Ihr baut eine Dekontaminationsstrecke hinter dem Bahngleis mit euren Fahrzeugen auf, sodass wir sämtliche Kontamination der freiwilligen Feuerwehr vermeiden können und dann entscheiden wir über weitere Vorgehensweisen. Braucht ihr da drinnen noch Personal? Wir bräuchten eventuell noch einen Rettungsrucksack oder so, um die Person hier zu versorgen. Ja, noch einen. Verstanden. Und schon genaueres zum Zustand der Person? Also ich habe keinen Puls. Nee. Verstanden. Dann schicken wir dementsprechend Rettungspersonal mit Chemikalien-Schutzanzügen oder Strahlenschutzanzügen rein. Das ist... Jo. Der ELW-1 für den RTW-1. RTW-1, ja. Einmal bitte die Besatzung zum
Gerätewagen Umweltschutz. Ihr zieht euch Strahlenschutzanzüge an und sollt gemeinsam mit dem Gefahrgutzug in die Gefahrenzone vorrücken. So verstanden. Ist der fiktive Seelsorger? Der Seelsorger, der ist bereits eingetroffen. Mit dem habe ich mich schon unterhalten. Der Turtle wurde an den Seelsorger übergeben. So verstanden. Die Bahn hat immer noch den Zugverkehr nicht eingestellt. Der Einsatzleiter vom Gefahrgutzug für den Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr kommen. Hört. Ihr könnt mit euren Fahrzeugen einmal über den Bahndamm über hinweg vorrücken, direkt in den nicht ganz in den Gefahrenbereich rein, hier vorne in die Aufstellungsfläche, sodass ihr eure Dekontaminationsstrecke aufbauen könnt. Machen wir. Ihr habt's gehört, Jungs. Jawohl. Braucht ihr noch Personal vom HLF, was euch dabei unterstützt? Nee, das sollte erstmal reichen. Verstanden. EWE für Leitstelle. EWE hört. Bitte einmal eine Statusmeldung abgeben. Der Gefahrgutzug ist jetzt in die Gefahrenstelle vorgerückt und baut dort eine Dekontaminationsstrecke auf und wird sich um weitere Gefahrstoffentsorgung bzw. um die verletzte Person kümmern und mehr kann ich dazu derzeit noch nicht sagen. Verstanden. Der Fahrzeugführer des Messfahrzeugs für den Einsatzleiter. Hört. Schick mal bitte einen Trupp vor, der soll eine genaue Probe nehmen von dem Inhalt des Containers, weil ihr sagtet ja bereits Plutonium bzw. Uran, ob das denn wirklich so ist, wenn ihr diese Probe habt. Einmal den Trupp durch die Dekontaminationsstrecke und dann in Verbindung mit dem Rettungsdienst die Person, die dort unter dem Container begraben ist, bergen. Machen wir. Von RTW. Wie hört. Ping dir. Kümmerst du dich einmal mit Sponge darum, die verletzte Person zu bergen? Wir haben keine Leben. Keine vitalen Funktionen mehr? Hab verstanden. Monix? Hm. Kümmerst du dich um das Uran und prüfst bitte im Messwagen, ob das wirklich Uran ist? Ja, soweit verstanden. Das Dekon-Fahrzeug ist auch weit aufgebaut. Die ja. Person, die hier eben geborgen wurde, stand ziemlich nah an dem Fahrzeug. Vielleicht sollten wir die nochmal durch den Dekon durchjagen. Ja, aber das machen wir. Bescheid sagen am besten. Mach ich sofort. Ja, der Einsatzleiter des Lichtzugs der Freiwilligen Feuerwehr hat mitgehört. Die Person ist immer noch im Kontaminationsbereich. Das heißt, wir können den Sitz, besser gesagt, mit dem Notfallseelsorger im Eck des RTWs, wir können sind dann noch nach wie vor durch die Dekontaminationsstrecke jagen. Okay, Gerätewagen Messfahrzeug für Gerätewagen Dekon kommen.
Kevin. Also, hört. Wir haben feststellen können, dass es sich 100% um Plutonium handelt. Okay. Also das ist schon, das strahlt, sag ich mal. Ja. Finja, bringt ihr die verletzte Person bitte nochmal unter die Dusche und dekontaminiert sie. Und am besten alle Personen, die mit der Person in Kontakt gestanden haben, das heißt Rettungsdienste, Notfallseelsorger im ersten Angriff gleich mit durch die Dekontaminationsstrecke. Ja. Jetzt nochmal alle hinterher, die in direkten Kontakt gekommen sind. I'm singing in the rain. Schau mal to the left and schau mal to the right. Ich mehr Funkdisziplin, ja. Die Chemikalien-Schutzanzüge danach direkt entsorgen. Die werden verbrannt. Ja. Können wir ja in den Gerätewagen reinhängen. So. Die Leitstelle von ELW-11. Leitstelle hört. Ja, wir könnten die verunfallte Person bergen. Die Leiche wurde dekontaminiert und beginnen dann jetzt mit den Aufräumarbeiten, benötigen dazu allerdings spezielles Bergungsgerät, was dann den Container oder den beziehungsweise den restlichen kontaminierten Kram entsorgt und beräumt. Wir haben verstanden. So, sollen wir dann einmal den Container dekontaminieren gehen mit Lichtmittel und alles? Ja, machen wir. Dann bräuchte ich einmal noch zwei Leute, die mir helfen, ja, das ganze Lichtmittel überzubringen. Pingir, hilfst du uns? Okay, dann, ich komme auch noch mit. So, ich lade einmal das ganze Lichtmittel hier runter. Obwohl müssten wir nicht eigentlich die Anzüge noch anhaben. Ja, nochmal umziehen. Also neue anziehen. Von RTW. Okay. Und das ist so gar nicht so verkehrt. Wie gesagt, ihr geht ja, ihr habt die Person geborgen, ihr geht durch die Dekontaminationsstrecke, um uns nicht zu kontaminieren und das heißt, eure Klamotten werden gleich dort gelassen. Das heißt, ihr müsst euch jetzt demzufolge nochmal neu ausrüsten und wieder rein. ELW 1 von RTW 1 kommen. So, Lichtmittel Nummer 1. ELW hat. Ist schon ein Leichenwagen angefordert? Nein, gut, dass du mich daran erinnerst. Ich werde das direkt mit der Leitstelle versuchen zu klären. Könnte ich ein neues bekommen, als es irgendwie runtergefallen. Okay, dann spann ich soweit die Person. Die Leitstelle von ELW 11. Leitstelle hört. Wir bräuchten dann einmal die weitere Polizeikräfte vor Ort zur Ermittlung des Unfallhergangs und einen Leichenwagen, der die unfallte Person transportiert. Wir haben verstanden, zum angeforderten Gerät zur Unfallbeseitigung. Es sind leider keine Geräte frei. Entweder müsstet ihr warten oder eine andere Möglichkeit finden, die unverunglückten Gegenstände zu bergen. Ja, der Einsatzleiter des Gefahrgutzugs hat seine Männer damit beauftragt, den Container abzudichten mit Dichtmittel. So sollten wir das Ganze erstmal versiegeln können. Ich habe hier noch einen Kopfknochen gefunden. Schädeldecke. Ja. Kann ich die mitnehmen? Kannst du mitnehmen. Warte, ich bringe die rüber. Ja, bitte. Achso, Kevin, ich will mal kurz dem Einsatzleiter eine Schädeldecke bringen. Ja. Häng ich mir an der Wand. Einsatzleiter, wo bist du? Hier, einmal ein Schädelknochen für dich. Wunderschön. Das ist meiner. Kannst du dir in die Vitrine stellen? Einmal frei. Ich zeig dir mal kurz den Jungs. Ich
Kevin, ich bin wieder einsatzbereit. Jo, dann komm in Zeichen mit. Oh ja, ich habe einen Knochen gefunden. Oh, der ist aber schön. Ja, jetzt müssen wir die ganze Kiste noch verdichten. Ja. Okay. Oh. Killer. So. Schweigeminute. Dann. Komm, Pharao, fang. Ja, warte, warte. Kevin? Ah, ja. Ich melde, dass die Kiste soweit verdichtet ist. Ja. Ich will es einmal dem Einsatzleiter melden. Ja. Gefahrenleiter an Einsatzleiter. Der Einsatzleiter hat. Die Kiste wurde verdichtet. Also können wir davon ausgehen, dass von den verunfallten Container keine weitere Gefahr ausgeht? Es geht keine weitere Gefahr aus. Haben wir noch weitere Strahlenbelastungen in der jetzigen Umgebung oder irgendwelche Brennstäbe oder sonstiges, was dabei verloren ging, sage ich jetzt einfach mal. Wenn ja, dann diese noch zusätzlich beseitigen, erst dann können wir uns der Unfallstelle nähern. Okay. Ja, gehört. Wollt das Messwerkzeug? Leitstelle für ELW. ELW, ja. Es sind leider keine Abtransportmöglichkeiten für eine Leiche zur Verfügung. Ihr müsst die Leiche mit dem RTW mitnehmen. Verstanden, dann übergeben wir den Leichnam den RTW und sollen wir die Leiche dann ins Krankenhaus bringen, oder? Die Leiche dann bitte zum Krankenhaus bringen, dort wird sie dann von der Obduktion abgeholt. Verstanden, der Gruppenführer Halle von Einsatzleiter. Komm hin. Halle, ja. Könntest du mit zwei Mann herkommen zur Unterstützung des Rettungsdienstes und die, Leiche dann einfach mal in den RTW verfrachten. So verstanden, wir schicken Trupp vor. Komm. Piep, 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 piep. Okay, Kevin? Jo. Wir haben hier noch Strahlungswerte. Tricks und Goldie bitte vor. Okay, einmal ausreden lassen bitte, danke. RTW mithalten. Einmal ausreden lassen bitte, danke. Und zwar, das Messgerät zeigt an, in 2 Metern Umkreis von dieser Kiste sind noch Strahlenwerte ziemlich hoch. Ansonsten ist es eigentlich okay in der weiteren Umgebung. Okay, ich gebe das weiter. Gefahrenleitung an Einsatzleitung. Die Einsatzleitung hört. Im Umkreis von 2 Metern um die Kiste besteht noch radioaktive Strahlung. Also erhöhte Strahlungswerte, verstanden. Ansonsten wurde alles beräumt? Ja, ansonsten ist alles beräumt. Okay, okay, jetzt haben sie auch aufgehört. Dann werde ich die Leitstelle kontaktieren, dass sie den Zugverkehr, der ähnlich unterbrochen wurde, wieder freigeben kann. die Leitstelle von EOW 11 kommen. Leitstelle hört. Ja, die Kiste und sämtliche Brennstäbe, die dabei rausgefallen sind beim Unfall, wurden soweit beräumt und abgedichtet. Der Zugverkehr kann nach wie vor wieder freigegeben werden und oh Gott, noch ein Zug. Und der evakuierte Gefahrenbereich im Umkreis von 500 Meter kann ebenfalls wieder freigegeben werden. Ja, verstanden. Der Zugverkehr wurde leider nicht, wurde während der Zeit nicht unterbrochen, da deutsche Bahnchef Luppi leider nicht den Bahnverkehr einstellen wollte. Schicken den Katastrophenschutz zur Sicherheit trotzdem an die Unfallstelle. Verstanden. Der Gruppenführer Halle von Einsatzleiter kommen. Gruppenführer. Ihr braucht dann nur noch Verkehrsabsicherungsmaßnahmen im Straßenbereich vorzunehmen. Alles, was im Umkreis von ja, den 500 Metern evakuiert wurde, kann wieder beräumt werden. Oder besser gesagt, freigegeben werden für die Zivilbevölkerung. Ja, verstanden. Straße so. Kann wieder freigegeben werden. Es besteht keine weitere Strahlung mehr hier in der Nähe. Okay. Alle wurden aufgehoben. Ich melde das. ELW von RTW kommt. Gehört. Würden jetzt die Person zum Krankenhaus fahren.
Verstanden. Gefahrenleitung an Einsatzleitung, komm. Gott. Es besteht keine weitere Gefahr mehr wegen radioaktiver Strahlung. Verstanden. Ist soweit alles beräumt, wenn ja, dann eure Fahrzeuge wieder verstauen und verpacken. Ich übergebe die Einsatzstelle zeitnah an die Polizei und wir können das Ganze hier verlassen. Ja. Wieder abrücken. Vorher die Trupps, die die Strahlenschutzanzüge noch anhaben, durch die Dekontaminationsstrecke bitte einmal und erst dann. Ja. Mal nix noch einmal rein, die anderen beiden waren schon. Sollst du das Wasser nicht trinken? Sollst du da reinschütten? Überhaupt Wasser? Ich will gar nicht wissen, was es ist. Wahrscheinlich sterben wir in 10 Sekunden. Ah, ich würde sagen, den Gefahrgutleiter, den lassen wir mal da drin. Hey! Der Gruppenführer HLF von Einsatzleiter, komm hin. Gruppenführer hört. Wenn deine Mannschaft komplett auf dem Fahrzeug wieder aufgesessen ist, dann einfach zum Gerätehaus abrücken. Ich gebe der Leitstelle Bescheid. So, verstanden. Rücken wieder ein und gehen in den Status 1. Ja, verstanden. Ah. Hier passe ich nicht durch, muss ich halt hier rumgehen. Ja. Wer hat die Dusche angelassen? Die Dusche ausmachen. Okay. Ah, ich muss mich noch umziehen. So. So. Ja, gabel mal deinen Wagen hinten wieder auf und dann jawohl. Verlassen wir das wieder hier. Muss ich kurz umziehen. Tada. Die Leitstelle von EDW 11 kommen. Leitstelle hört. Das HLF verlässt jetzt die Einsatzstelle. Der Rettungswagen bringt die verunfallte Person bzw. die Leiche ins Krankenhaus zur weiteren Obduktion und der Gefahrgutzug packt noch zusammen und verlässt dann ebenfalls die Einsatzstelle. Ja, ich melde mich dann, wenn wir wieder einsatzbereit im Gerätehaus sind. Verstanden. Dann an die Gerätewagen. Es geht wieder zur Station zurück. Also wird verstanden. Hab ich so mit. RTW 1.1 von Leitstelle von RTW 1.1 HLF Status 2 wieder aufwache. Also dieser Anhänger ist auf jeden Fall nicht für Multiplayer gemacht. Ja. Also ich meine, ich bin schon der Host, das ist halt schon übelster, weiß nicht. Der RTW 1 von EDW 1 kommen. RTW 1 hört. Wie sieht's bei dir aus? Ja, Status 2 würde ich sagen. Verstanden. Dann mache ich jetzt eine Meldung in der Leitstelle, dass wir wieder alle einsatzbereit im Gerätehaus sind. Die Leitstelle von ELW 11 kommen. Leitstelle hört. Alle Kräfte zurück im Gerätehaus, wieder einsatzbereit von Gauss. Ja, verstanden. Wo
muss wirklich mit 40 um die Kurve fahren am Flughafen, sonst kriege ich die nicht. Und ich sollte am besten nicht über 100 fahren. Jo, alles klar. So, dann versuchen wir mal rückwärts einzuparken. Ach, scheiße. Vorsicht! Vorsicht! Klappt's. Also allein mal Richtung Flughafen schauen, ob dort eine Rauchwolke zu sehen ist. Wenn nichts, packt sogar sein. Alles gut. Aber es ist schön, wie alle auf mich hören. Es gucken alle Richtung Flughafen. So. Fahrzeug steht wieder. Wir sind zurück auf Wache. Das war ja mal ein, sag ich mal, halbwegs. Ja. Damit können wir es belassen. Also, ich fand den Einsatz eigentlich ganz, sag ich mal, chillig. Der war ein bisschen ruhig. Aber ich glaube, dafür, dass wir das zum ersten Mal auch mit Video machen, war das gar nicht mal so schlecht. Ich denke mal, das wird sich in Zukunft ein bisschen lockerer laufen. Ja. Genau, es wird in Zukunft lockerer laufen. Dankeschön. Bitte, mach wieder gern. Ja, und dann bedanke ich mich, dass alle dabei waren. Ich fliege nochmal rüber zur Freiwilligen Feuerwache, da könnt ihr alle mal springen. Yay! Wir haben doch gestern geübt. Genau, Moment. Alle einmal zur Freiwilligen Feuerwehr rüber wechseln. So, ich ziehe mir mal Zivilistensachen an, damit ihr mich sehen könnt. Ja, wo ist dann einmal denn? Alle in einen Kreis um mich herumstellen. Oh je. Wir machen jetzt nämlich den Abschied. So. Wie kommt denn bitte schön die Leiche jetzt hier hin? Warum haben wir zwei Leichen? Zombies! Zombies! Nee, die sind auferstanden. Das sind Geister. Ich bin wieder auferstanden am dritten Tage. So. Einmal näher zusammenrücken noch. Genau. Also ich sag was und dann macht ihr alle oh und springt so voll Kante durch die Gegend, okay? Okay. 3, 2, 1. Monex ist der beste Feuerwehrmann. Okay. Ja, und damit würde ich das für heute beenden. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht und nochmal Grüße an alle Zuschauer da draußen. Das war zwar ein bisschen, sag ich mal... Naja, das könnte besser laufen, aber dafür, dass es das erste Mal war, ja. Mit so vielen Leuten auch noch dazu, ne? Genau. Nicht vergessen. Wir sind aktuell 14 Leute... 15. Oh, das sieht so süß aus, irgendwie, wenn die alle rumlaufen. Ja! Ah ja, das... Oh, saufen. Das dürfen wir nicht vergessen. Warte. Alle unter 16 sind bitte von diesem Tisch runter. Alle unter 16 von diesem Tisch bitte. Ah, ist das ein Colt? Ist das eine Colt-Endstange? Oh mein Gott. Einmal vom Tisch zurücktreten, bitte. Turtle, bist du bereit? Ja. So kommt die Selbe, ich glaube, das ist da geht aber richtig ab, Alter. Okay. Das war so, das Spiel haben komplett. Hier ist schon einer ohnmächtig geworden. Der hat einen epileptischen Anfall, bei mir zuckt der. Hey, Dick. Dann verabschiede ich mich. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal.